Hey, Kleine! Aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Hoon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Komm mit. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Groß allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Nein. Wir müssen den Weg freiräumen. Die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Was ist denn das? Wahrscheinlich nichts. Hier lang, Eindringlinge! Vorsicht! Das ist gefährlich. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Ja, so läuft das im Krieg. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern... Bleib unten. Ist gut. ...erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Und los! Märtyrer sterben. Ach, Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack! Nichts leichter als das. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Was ist damit? Das Zelt ist im Weg. Endlich wieder zu England. Da! Der Topf! Ja, gut gesehen. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Hast du gehört? Jetzt, nach links. Sei bloß vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Da war nichts. Ja, verstanden. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Der Ritter vom Baum.
Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Weder Brot noch Wein. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Oh, du bist verrückt. Die Hälfte Was der denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist diese Dreckskerle? Deine diese Schwester. Dreckskerle. Lieber halt hier für dich. Uns, oder Jungs? Nein, hey, nein, bitte die nicht. Kleine, freu die dich Kleine. Einfach, dass du noch lebst. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Dein Einsatz, Melly. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Zum Glück sind sie beschäftigt. Die Zelte. Melly, das Schloss. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm.
immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussterben. Teilt euch auf. Wir sind erledigt. Achtet auf die Zelte. Dieser Lärm. Was ist das? Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Durchsucht die Zelte. Kriegst du das hin, Melly? Also schön. Das habe ich da mal gesehen. Was? Was zur Hölle soll das? Ein paar Männer rüber. Amicia! Amicia! Noch immer nichts. Sicher, dass sie... Was zum Teufel soll dieser Lärm? Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen! Teilt euch auf! Und achtet auf die Zelte! Was war das? Merkt euch meine Worte. Strengt euch nächstes Mal mehr an, ja? Ja.
hinter uns. Natürlich ist niemand hier. Ich denke, ich kann abbrechen. Ich bin gleich wieder da. Ich warte auf dich. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Die Luft ist rein. Ja. Hey, was war das? Na, Belga. Wer hat euch geschickt? Kommt doch mal her. Zeig den. Bleibt hier. Schatz. Pass auf, dass dich niemand sieht. Noch immer nicht. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren. Teilt euch auf. Achtet auf die Zelte. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Hey, du, versteh. Ihr seid hartnäckig. Das muss ich zu. Dann los. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Lasst uns in Frieden! Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Befehle sind Befehle.
Melly, übernimmst du? Ja. Zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Oh, die Inquisition? Was zum Teufel hat sie getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Wir wollen Hugo. Lass uns abhauen! Aber hier geht's raus! Schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Schnell, schnell! Amicia! Die kriegen dich hör nicht! Hör auf, wegzulaufen! Schnell, gib uns ich Hugo! Komme ja. Sie kommen hoch! Uns läuft die Zeit davon! Schnell! Verschlossen! Scheiße! Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Amicia,